Servus, meine lieben Großen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir müssen noch zwei Gemälde finden. Ja, hat jetzt keinen Bock mehr zu angeln, nachdem ich mich neben ihn gestellt habe. Toll. Das ist ja genau wie der Fischer bei Stardew Valley am Mittwoch. Der ist auch einfach gegangen, wo ich mich neben ihn gestellt habe. Feine Gesellschaft. Meine Gesellschaft ist scheinbar schüchtern Lampenfieber. Bevor ist ja die Fische. Gar nicht wahr. Treibt die alle zu denen hin, zu den Angeln und so. Ist ja wohl logisch. Und gut, ich hätte wahrscheinlich besser ein Boot von da hinten nehmen können, nur wie beim letzten Mal. Aber ich bin ja nicht so smart und denke nicht so viel, also schwimme ich einfach so rüber. Wobei, wenn ich da einfach so mit dem ganzen Körper reinspringe, verscheuche ich die Fische nicht, da verseuche ich die Fische wohl eher. Das hast du gesagt. Ja. Ist mir bewusst, dass ich das gesagt habe. Schön. Also, kurze Runde geschwommen. Alles wieder normal. Wenigstens kann er schwimmen. Alter, hier im ersten Teil kann ich schwimmen. Der geht unter wie ein Stein. Dann würde ich ganz gerne hier nochmal irgendwo den Steckbrief abreißen, der hier irgendwo sein soll, angeblich. Also, habe ich gehört. So, vor allem finde ich auch schön, wie im Streamplan Freitag 11 Uhr drin steht. Da habe ich noch tief und fest geschlafen. Aber diese Woche ist mir gesund werden auf jeden Fall weitaus wichtiger, als um 11 Uhr live zu sein. Hallo. Aber ich werde heute Abend mit Lilly quatschen und dann machen wir den Plan für nächste Woche fertig. Wobei auch da, wie gesagt, die Zeiten können variieren, bis ich wieder komplett fit bin. Aber es wird besser. Also habe ich da jetzt erstmal gar nicht solche Bedenken, dass ich nächste Woche das alles richtig mache. Buongiorno. Wissen die Damen etwas über eine Kunstausstellung in der Stadt? Du bist wieder in Roma. Mit gerade genug Zeit, dich zu besuchen. Ezio, lüg mich nicht an. Ich muss in eine private Ausstellung von Da Vincis Gemälden. Es soll heute eine Ausstellung in der Engelsburg geben. Du brauchst eine Einladung. Zum Glück weiß ich, wo du eine herbekommst. Damit kommst du in die unteren Stockwerke. Nach oben dürfen nur die Kardinäle. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Sieh, sieh. Ein paar meiner Mädchen begleiten dich. Buona fortuna. Lass dich nicht erwischen. Das klingt doch ganz gut. Einladung in letzter Minute. Schön. Wie weit ist das weg? Ist da ein Schnellreisespot hin oder? Nee, das ist nicht so weit weg. Kann man also laufen. Also die ganzen Sachen mit den Gemälden, die würde ich tatsächlich alle ganz gerne abschließen. Da habe ich Bock drauf. Die Reihe hat es mir gerade ein bisschen angetan. Ja, dann sorgen wir mal dafür, dass davon auch wieder ein paar weniger unterwegs sind. Den Kutten sehen die so ein bisschen aus, als hätte man Assassinen auf Wish bestellt. Ach, du auch noch? In welchem Jahr spielt Assassin's Creed Brotherhood eigentlich generell? Ich meine, jetzt bin ich im Jahr 1506. Das ist natürlich die ganz große Frage.
Ist natürlich die ganz große Frage, ist das Vergangenheit? Also vor dem, wie der restliche Teil spielt? Er stand bestimmt schon mal irgendwo und ich hab's vergessen. So. Aber offensichtlich haben die es mit den Wachen auch nicht so. Die Wachen haben sie nämlich auch rumgelegt. Also, wenn die da sind, sind wahrscheinlich keine Wachen in der Nähe. Ist also mit der Stadtwache nicht abgesprochen, was die da machen. Südlich des Campo Marzio. Die kürzlich ausgebrochene Syphilis wird mit dieser Angewohnheit in Verbindung gebracht. Sehr beeindruckend. Aber haltet euch besser fern von den Wachen. Der heilige Stuhl hat den neuen Verhaltensregeln. Hallo. Ja, okay, schön. Danke für die Info, dass da hinten zwei Wachen und ein Schatz sind. Ich denke, ich darf erwischt werden. Oh, doch nicht. Desynchronisiert, ich wurde entdeckt. Das ist natürlich schlecht. Dann bin ich ja nur mit etwas Glück bis dahin gekommen. Na gut. So. Könnt ihr klettern? Kommt ihr mit? Ne, offensichtlich nicht. Insbesondere die enormen Gewinne aus dem Darlehen an die Familien Colonna und Orsini. Mal mitkommen an die Damen. Da. Da sind eure neuen Freier. So, mitkommen. Das ist weitaus einfacher, wenn man ein paar Damen mitnimmt. Die Einladung ist nicht hier. Frech. Ich bringe sie dem Signore. Zögert nicht. Nee, gar keine Zeit für euch gerade. Ich habe gerade wirklich gar keine Zeit für euch. Ey, Frechdachs. Verdammt! Warum kommt der jetzt einfach so da rein? Desynchronisiert, Ziel verloren. Ja, das war mir doch schon klar, wenn ich jetzt hier mit denen rumspiele. Das ist frech. Das ist frech. Ich meine, wenn er die Einladung hat, ich kann den doch wahrscheinlich auch einfach umlegen, oder? Dann habe ich die Einladung auch. Nein, einfach weiterlaufen. Nicht erwünscht, mein Freund. Ja, ist okay. Ist okay, wenn ich nicht erwünscht bin. Habe ich gar kein Thema mit. Also ist alles okay. Komm schon. Nein, ich habe die falsche Person umgerempelt. Mist, das wird doch wieder nicht klappen. Hab ihn. Ich meine, wenn ich jetzt nur noch die Wachen umlegen muss, ist alles cool.
Ich meine, wenn die sich da gegenseitig erlegen, ist das noch cooler. Um das mal eben festzuhalten. Oh, die erlegen sich ja gar nicht gegenseitig. Ich habe ein bisschen gehofft, dass die gegeneinander kämpfen. Warte, Moment mal. Das machen wir mal eben kurz mit ein bisschen Medizin. Och man, und dann kommen sofort die Nächsten angeschissen. Was soll denn das? Finger weg. So, da verstehe ich ja gar keinen Spaß, ne? Jetzt mal die nächste Frage. Ich hatte den Typen jetzt umgelegt. Weiß ich nicht, was soll ich denn hier machen? Hab eine Einladung, Leute. Ich darf hier rein. Finger weg. Komm her. Aus dem Gebiet fliehen. Achso, ich soll hier weg. Ich soll gar nicht die Leute töten. Okay. Das kriegen wir hin. Soll wahrscheinlich da hinten. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist eine gute Frage. Oh, wow. Wir reden nicht drüber, okay? Wir reden nicht drüber, dass ich da einfach zurückgegangen bin, um ein paar Leute umzulegen, obwohl ich eigentlich weg sollte. Wir reden einfach nicht drüber. Kommt mit mir. Wenn wir drin sind, markiere ich die Bilder, die ihr stehlen sollt. Bringt sie zu Leonardos Werkstatt. Capito. Die haben alles verstanden. Einladung. Hier. Oh, hey. Bis später, hoffe ich. So. Wir sind drin. Was? Wieso? Nenn mir einen Grund, dich nicht in die Zelle zu werfen. Hä? Was habe ich denn gemacht? Ich habe mir doch nur ein Bild angeguckt. Auch noch Kost und Logis zu verschaffen. Nee, hier ist keine Zeit mehr. Flieht! Schnell! Ich habe euch gesichtet, Amigo. Wie gefragt. Aus diesem Winkel habe ich noch nie eine Verkündigung gesehen. Aber die Komposition... Warte mal, was ist überhaupt meine Aufgabe gerade? Um das Gemälde zu identifizieren. Ist schwach. Das Licht Gottes kommt nicht richtig zur Geltung. Es lässt mich kalt. Ihr seid viel zu festgefahren, mein Freund. Oh, da hinten ist es. Das Bild gefunden. Hey, was geht hier vor? Nein, nicht zwischen denen hier. Dieser Gruppe ist ja nicht. Bau keinen Mist, ist das klar? Nein, mach ich nicht.
Schnaps. Schnauze halten, okay? Ziel lokalisiert. Und jetzt? Jetzt hat er das teure Bild kaputt gemacht. Recht. Die obere Etage mit weiteren Meisterwerken ist nun für die Kardinäle eröffnet. Und wie komme ich da rein? Wahrscheinlich klettern, ne? Gehe ich zumindest mal von aus. Das ist aber wirklich mal dreist. Kann ich mich da irgendwie dran festhalten? Nee, nicht wirklich. Da komme ich auch nicht hoch. Grübel, grübel und studiere. Schlösser knacken oder so, keine Ahnung. Von hier dürfte ich doch bestimmt irgendwie hochkommen, oder? Klappe halten, okay? Schön. Ne, das war irgendwie nicht so ganz richtig. Weiß ich nicht. Von hier aus vielleicht? Dahin? Irgendwie nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich von außen reinklettern soll oder ob ich mich da irgendwie anders reinschleichen soll. Ich bin ja schon mal von außen da hochgeklettert, ich erinnere mich da noch dran. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, wie ich das gemacht hatte. Das ist schon ein bisschen her. Wir versuchen es einfach mal durch die Eingangstür. Ich wohl einfach ganz stumm. Okay. Interessant. Interessant. Gut, okay, wir gehen einfach durch den Vordereingang. Einfach rein zu klettern oder irgendwie anders. Wir gehen einfach, wir spazieren einfach rein. Das ist der Weg. Und Skull, Juka, ich trinke auf dich. Klappe halten. Du hast nichts gesehen. Wenn ich das mal kurz sagen darf, das war einfacher als erwartet.
nur 2 Bolzen für die Armbrust. Lokalisiert, was? Ah, nehmen wir das so lange. Mhm, und Checkpoint erreicht. Aber ich darf erwischt werden, das ist viel wert. Ich werde später erstmal, bevor ich die nächste Mission mache, natürlich meine Vorräte aufstocken. Tschüss. Nee, nee. Ihr wartet keiner. Mist, hier kam ich jetzt auch nicht raus. Das ist natürlich doof. So. Das hat er gar nicht kommen sehen. Hier musste ich runter. Und hier links. Hier sind Tote, hier musste ich her. Da bin ich mir sicher. Da bin ich wieder. Hab mich mit meinen Eltern verquatscht. Ach, alles gut. Willkommen zurück. Und draußen bin ich ja schon mal. Oh lol, das ist jetzt alles verbotener Bereich. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Wie soll ich denn jetzt hier rauskommen? Macht die Sache natürlich ein bisschen schwerer, wenn ich ehrlich bin. Ich kann mir einfach hier hochklettern und mal gucken, ob ich einfach da irgendwo rausspringen kann oder so. Das wäre natürlich das Einfachste jetzt. Was? Hier ist kein Dieb. Von Dieben nie was gesehen. Keine Spur. Wir können schwimmen, ne? Tschüss. Ist für mich jetzt gerade der einfachste Weg und der logischste. Und keine Distanzwaffen benutzen mehr. Ha, gut, okay. Hätte ich hinkriegen können, aber... Konnte ich auch nicht riechen. ist okay. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. So, aber an der Stelle würde ich tatsächlich jetzt die Folge beenden. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr beim nächsten Mal wieder reinschauen. Videobeschreibung abchecken, dort findet ihr alle Links zu Social Medias und dann auch zu Twitch. Dort könnt ihr mit den ganzen tollen Leuten hier im Chat live dabei sein. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit den Videos. Euer Nico Tube. Cheerio.